Einmal rund um Afrika herum. Das mit dem 40 PS Seitenwagen darf im Habasch, einem Zelt und kaum Gepäck. Jetzt wieder zurück in der Schweiz löst der Gedanke an die 5-jährige Reise bei den beiden Slowriders, wie sie sich nennen, das Gleiche aus. Ah, oh, Fernweh. Absolutes Fernweh. Ah, oh, Fernweh. Wenn du mal mit dem Virus infiziert bist, so das Reisen oder die Kultur entdecken, glaub, den kriegst du nie mehr weg. Ob in der Sahara oder in den Bergen von Äthiopien. Unglaublich viele Erinnerungen, die bleiben. Für mich gibt es ein paar Highlights. Das ist zum Beispiel der Ruwenzori in Uganda, wo wir auf den 5109 Meter sind gestanden. Und dort hat es wirklich noch richtige Gletscher. Also du gehst mit Steigeisen. Und das ist am Äquator. Also das kann man sich kaum vorstellen. Nachher sicher Gorilla. Und ganz, ganz, ganz viele Tierbegegnungen. Mit Löwen, Leoparden. Aber auch schwierige Situationen gehören zu so einer Reise. Es hat einen Moment gegeben, wo es nicht kritisch, aber wo in Äthiopien die Oromo gegen Somali-People gekämpft haben. Und blöderweise gerade ausgerechnet die Strasse, die wir gebraucht haben, war die Grenze gewesen und die haben hin und her geschossen. Und uns hat der Polizist gekommen, hat uns rausgenommen, so warten, bis der Armee kommt. Das war ein richtig schwerer Konflikt gewesen. Da gibt es schon zu denken, das ist schon so. Aber uns ist nichts passiert. Also die Leute schauen aufeinander. Aber da fragt man sich schon, wir kennen das nicht in der Schweiz. Ein Rucksack voller Erinnerungen, die beiden also zusammen teilen dürfen. So ganz harmonisch war es aber nicht immer für das Ehepaar. Ja, man geht sich auf den Geist bei dir. Das ist es so. Weil, was ist die Alternative? Die Alternative ist, bei Streit sagen, jetzt gehe ich heim. Das kann es ja auch nicht sein. Ja, aber ein paar Mal hätte ich dich auf den Mond schiessen können. Ja, ja, klar. Gleichfalls. Ja. Natürlich. Also, wenn ich irgendwie mit Einheimischen unterwegs bin und wir filmen und Geschichten und gehen, dann gehen wir weiter, wir weiter. Und es gibt keinen Grund zum Weitergehen. Es gibt keinen, wir haben Zeit. Aber dort sind wir heute so equal, so können wir ziemlich ausbalanciert. Und all diese Erinnerungen teilen sie ab heute mit den Leuten an insgesamt 3 Vorstellungen in der Zentralschweiz. Die erste ist heute oben in Luzern, morgen in der Schweiz und dann noch eine in Notu.